Und los geht's. Zurück in den Spiegel. Lilly, was ist los? Der Kopf meiner Puppe ist kaputt. Kein Problem. Mama kann das reparieren. Sie kann alles reparieren. Hey. Sebastian? Was ist los? Alles in Ordnung? Ich habe eine wunderbare Familie. Eine unglaublich kluge und schöne Frau. Warum sollte nicht alles in Ordnung sein? Komm her, Myra. Du arbeitest zu viel. Du bist ja ganz durcheinander. Bist du sicher, dass du dir nichts eingefangen hast? Ist das der richtige Ort? Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Evil Within 2. Und ich finde, er sieht ein bisschen komischer aus als im ersten Teil. Gerade unrasiert sieht er sehr merkwürdig aus, wie ich finde. Was zum? Ja, es sind halt, wie sagt man? Es ist halt Stoff. Ist ja kein Problem. Ach, da haben wir jetzt eine Ausdauerzeit. Leiste, Mann. Alles noch cool. Alles noch gar kein Problem. Ich meine, das kann da oben ja auch automatisch gehen. Das ist nur ein Bild? Die haben uns voll verarscht. Hä? Lol. Das. Okay, interessantes Bild. Hä? Was ist das jetzt hier für ein Käse? Hä? Die machen hier. Ist gar keine Tür mehr. Könnten wir hier hinsetzen? Nö. Der Vorhang ist immer noch da. Die Tür ist weg. Cool. Dann machen sie ein Bild von dem Stück hin. Dann kann man durchgehen. Okay. Also, ich bin mir nicht sicher, ob die Steuerung so im ersten Teil war. Die ist irgendwie seltsam, finde ich. Also, der lässt sich komisch steuern. Doch. Ach, da verschwindet er einfach. Okay, hier ist nichts. Nichts Spannendes und auch nichts Unspannendes. Einfach nichts. Gut, dann geht's vielleicht hier irgendwo weiter. Okay. Ein komischer Ausstellungsraum, oder? Also, ich weiß nicht, ob die damit viel Geld verdienen. Vielleicht hätte ich da was machen müssen. Oder hier. Vielleicht hängt der Stoff einfach nur. Oder muss ich durchs Bild?
Hä? Leute? Nee. Der will aber auch nichts. Ach so. Vielleicht soll ich mal hier durch die Tür gehen. Ich bin ja schlau, Mensch. V-Taschenlampe, ein aus. Sieht doch gleich ganz anders aus. Zurück kann man nicht. Was haben wir hier? Was soll das sein? Nee. Ist irgendwie nicht da, der Effekt. Das sieht schon wieder eklig aus. Ich meine, der erste Teil, der fing ja auch relativ seltsam an. Was zur Hölle? Der gehört doch zum Suchteam. Baker. Interessant, jetzt kann man sich hier einen Zeitloop angucken, wie dem der Kopf wegplatzt oder weggeschossen wird. Eventuell. Geschossen. Sieht wie ein Schussloch aus. Ist das jetzt moderne Kunst? Kann ich da rein? Nee. Okay, ich gucke mich hier erstmal um. Taschenlampe hält anscheinend ewig. Das sind seltsame Bilder, die würde ich mir so jetzt nicht in den Raum hängen. Okay, wir untersuchen mal hier. Wir können hier. Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Okay. Wir untersuchen hier. Das war schön ans Blut. Eine Kugel direkt durch den Kopf. Tja, den wollten wir eigentlich rumkriegen, ne? Also zuerst finden. Gut, wir haben ihn jetzt gefunden, aber. Muss ich jetzt hier noch irgendwie. Was muss ich denn hier machen? Steht dann komisch da. Tja, aber was mache ich denn mit der Kamera? Beziehungsweise hier gab es eigentlich noch einen zweiten. Na gut, wir gucken mal weiter, weil hier kann man noch nicht wirklich was machen. Vielleicht können wir später dann noch was machen. Das Gefühl ist, die Lilly, die uns hier immer beobachtet. Ah, unheimliche Bilder. Wieder ein Spiegel, wo man sich nicht drin spiegelt. Klassisch. Gibt's hier irgendwas, was ich mitnehmen kann, was ich entdecken kann? Ah, hier. Da sollte wohl niemand heraus. Oder hinein. Kann ich das jetzt wegschieben? Würde ich ja fast erstmal hier hingehen wollen. Aua, mein Kopf. Oh, ich kann was nehmen. Was gibt's denn hier? Informationen, 1 von 40. Wie sadistisch. Foto Wer von immer das war, hatte Spaß daran. Foto von William Baker. Baker, Anführer des Suchteams. Er war in der Zeit eingefroren, als ich ihn fand.
Das muss von der Kamera direkt neben ihm aufgenommen worden sein. Aber wie ist sowas überhaupt möglich? Ja. Der stellt wieder Fragen. Maus 2 Zoom. Achso, okay. Gut, okay. Da hat ihm also jemand in den Kopf geballert, um davon ein Foto zu machen. Und deswegen hängt er da in Zeitlupe fest. Interessant. Seltsam, aber interessant. Ach, jetzt sind wir... Ach so. Alles klar. Deswegen die Kamera hier. Ja gut, aber mit der kann man ja nicht wirklich was machen jetzt. Gut, dann gucken wir mal, was es da hinter dem Schrank gibt. Aber das hätte man doch auch umkippen können von der anderen Seite. Richtig verschlossen hat das ja jetzt hier nicht. Ha. So viele Möglichkeiten schon wieder. Also zwei an der Zahl, aber für mich schon wieder zu viel. Hier geht's scheinbar nicht lang. Okay. Dann sind es genau genug Möglichkeit für mich, nämlich bloß die eine. So, was haben wir hier? Ich wollte gerade sagen, es ist schon relativ spannend, obwohl noch niemand da ist. Und dann klingelt so ein blödes Telefon. Hier komme ich gar nicht richtig rein. Da ist es wieder mal zu dick. Hör ich gerade eine Katze? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Scheiße. Wer war das? Mach mal einen Klingelstreich, Mann. Anrufen und lachen. Na, ich schätze mal, die wissen schon wieder alle über uns Bescheid, dass wir hier sind. Auch schon wieder so ein abgeranztes Hotel oder so. Links ducken, ja, danke. Ich. Naja, ist egal. Verzierter Brief an Bewerber SV. Ach, wahrscheinlich Sebastian. Nee, der heißt ja anders. Herzlichen Glückwunsch, Wahrheitssuchender. Danke für die Teilnahme an unserem Test der spirituellen Klarheit. Wir freuen uns, Sie auf der nächsten Wissensstufe willkommen zu heißen. Melden Sie sich bitte mit diesem Brief beim nächstgelegenen Mu-Sender, um vom Bewerber auf Probe zum Mu-Schüler aufzusteigen. Dieser Brief garantiert Ihnen eine erhabene Position bei der nächsten Reinigungszeremonie. Handschriftlich an der Rückseite des Umschlags vermerkt. Lügen, alles Lügen. Okay. Ach hier, ach so. Scrollen, ach so, okay, alles klar. Oh, in 3D. Gut. Ist das auch ein Sammelobjekt? Nö. Na, crazy shit, so wie im ersten, wie in Beacon. Ich wollte schon noch sagen, ich wollte erst hier hoch und nicht da rein und ja. Das ist schon wieder so ein Spiel, wo ich mir hier Herzinfarkte hole. Hm, interessant. Ich frage mich, was es mit den Tüchern dann noch so auf sich hat. Hä, hier war da eben jemand. Verwirrt mich nicht.
Da ist jemand. Was war das? Scheiße. In Deckung gehen und Deckung verlassen. Leertaste, in Deckung gehen, ducken. Deckung verlassen, wenn das. Abbild 1 erscheint, wenn du dich von einer gültigen Deckung befindest. Aha. Mit WASD, Deckung verlassen, Deckung umrunden. Achso, ja, okay, alles klar. Das ist bestimmt direkt mal wieder ein Boss. Boah, der sieht uns doch, Mensch. Bleibt er jetzt die ganze Zeit hier in dem Raum oder muss ich hier flüchten? Ach nee, der geht. Wie zum Teufel war das? Alles cool. Na, der Fotograf, so wie es scheint. Schön aufgeschlitzt und dann in Zeitlupe. Wie der Anführer des Teams. Aber ist jetzt die Frage, sind die da ständig drinne gefangen und erleben das immer und immer wieder? Ja, natürlich dann schon ein bisschen scheiße, ne? Ich meine, der Anführer, der hat die Kugel ja schon im Kopf, also der wird nicht mehr viel mitkriegen, aber er hier könnte das schon noch ein bisschen spüren. Aber wenn die Lilly, die dieses, ich sag mal, reine Gefäß da ist, oder dieser Zentralpunkt, was ja der Ruben im ersten Teil war, ich glaube, und die halt nicht so irre war, frage ich mich, warum das jetzt schon wieder alles vor die Hunde geht, was das mit dem Haus auf sich hat und mit diesem Typen da. Achso, das ist das Deckungsding. Alles klar. Oder es geht vor die Hunde, weil sie halt weg ist. Wäre natürlich interessant, warum sie dann weg ist. Ich muss einen Weg herausfinden. Ich frage mich, was das mit den Bildern zu sagen hat. Also, ob das was zu sagen hat. Oder ob das nur wegen dem Typen ist, der da die Fotos macht. Okay. Ja klar, ich kann da hingehen. Hallo? Schön, das Bild mit dem Auge mit Blut beschmiert. Wie kommt denn da oben Blut hin? Ah, das klingt komisch. Achso, mit. Warum macht man das nicht auch mit Leertaste? Sag mal hier. Information. Cool. Ist das der. Nee. Das Foto eines weiteren Mordopfers. Das ist eine Mobius-Uniform. Gut beleuchtet und scharf. Sieht aus, als wäre ihm mit einer Waffe in den Kopf geschossen worden. Na, aber ist das nicht das von dem? Ja, das ist doch der, den wir schon gesehen haben. Ist das nur so eine Inforäume, wo ich so Informationen finde? Ein Secret quasi? Ja, pass mal auf, am Ende ist jetzt der Raum draußen wieder anders. Ne, noch nicht. Das Pendel klingt irgendwie ständig. Anders, was zum Teufel, Mann? Die haben sich ja hier schon wieder Dinge einfallen lassen. Ist ja. Bisschen seltsam, nicht ganz so widerlich wie im ersten. Aber schon seltsam, ne? Gut, da gehen wir später hin. In der nächsten Folge dann. Hier mache ich Schluss und bedanke mich fürs Zusehen und jo, tschüss, bis dann. Ciao.